What does the fox say? Ring, ding, 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 ding. Ja, Türchen. Herzlich willkommen zu einem Tutorial. Diesmal das erste Tutorial auf diesem Kanal. Und zwar geht es um etwas, was, glaube ich, auch sehr beliebt ist. Pixelart, Pixelart, in Minecraft. Pixelart. Nicht die. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, mit in Minecraft halt mit verschiedenen Blöcken, Wolle, Holz, halt Pixelart zu machen. Dabei gibt es natürlich. Wer das nicht kennt, der googelt das einfach oder wartet auf das Tutorial von mir über Pixelart. Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mache. Auf jeden Fall mit Simur ein Pixelart-Wettbewerb. Ja. Und zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, ja, wenn du sich aus dem Internet ein Motiv, was dann schon so gemacht ist, dass man es halt in Pixelart nachmachen kann. Ich will aber einen Schritt weitergehen, sag ich mal, und aus einem beliebigen Bild. Entschuldigung. Ein pixeliges Bild perfekt für Pixelart machen. Die Eisblume ist das perfekte Motiv hierfür. Genau. Ach ja, ich wollte es mir eigentlich noch ausdrucken, aber das mache ich dann gleich im Schnitt. Genau, als Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel hier Eisblume von New Super Mario Bros. Wii. Ich arbeite hier mit Fotofiltre. Auf jeden Fall runterladen, hoffentlich. Also jetzt keine Schleichwerbung. Auf jeden Fall runterladen. Es ist einfach, wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. Außer, dass man PNG damit nur kopieren kann, nicht bearbeiten. Okay. So, wenn ihr ein Bild habt, das wird wahrscheinlich zu groß sein, dann drückt ihr Rechtsklick hier drauf. Ihr seht jetzt auch schöne Sternchen an der Maus. Rechts für blau, also blau für Rechtsklick, rot für Linksklick. Also Rechtsklick drückt ihr dann, dann drückt ihr hier Bildgröße. Mit links. Zum Beispiel das hier ist jetzt 2000 mal 2000. Das wäre Milliarden Blöcke, die man da benutzen müsste. Also so geschätzt. So kommt es einem vor. Ich wähle hier mal die Größe 250. Die Höhe passt sich dann an. Das könnt ihr dann so lassen. Und dann, okay, das ist jetzt die Pixelgröße, habt ihr es kleiner. Wenn ihr das geschafft habt, dann drückt ihr hier auf Filter. Auf Filter, auf Muster, auf Mosaik. Und dann, bei mir habe ich jetzt 14 Pixel gewählt. Wenn wir dann Vorschau drücken, seht ihr schon, dass das jetzt halt hier als Pixelart quasi schon ist. Und wenn man das man kann das auch schön ver... Wenn wir jetzt, und ja, was? Wir können das auch schön verschieben, diesen Genau, Richter. Wenn ihr zum Beispiel jetzt 12, 9 macht, dann seht ihr, es wird immer genauer. Ich bleibe jetzt mal bei 14, damit ich das... Und jetzt, wenn wir ein bisschen weit, sehr weit nach rechts machen... Dann sieht man schon gar nicht mehr, dass es... Also kaum noch. Eine Eisblume ist. Jetzt erst rechnen. Darum bleibe ich bei 14. Also das ist halt jetzt zumindest für dieses Bild. Das müsst ihr ausprobieren. Dann nehmt ihr für die Konturen eine Farbe, die zum Beispiel nicht im Bild vorkommt. Zum Beispiel rot. Dann erkennt ihr auch gut das. Wenn ihr zum Beispiel schwarz nehmt, dann seht ihr zum Beispiel hier an den Augen. An der Auge hier. Okay, man kann es natürlich sehen, aber... Aber wenn ganz viele Pixel sind, dann nehmen wir vielleicht mal eine Komplementärfarbe zu blau. Das ist nämlich orange. Nehmen wir mal orange. Das sieht man gut. Drücken OK und schon ist das gespeichert. Auch wenn rot, wenn wir jetzt die Komplementärfarbe sieht man von halt, grün ist, aber ist ja schon fast dasselbe. Man sieht hier halt, wenn man ein bisschen, also mit dem Mausrad könnt ihr scrollen und dann halt die Größe. Wenn man die Größe, zurückscrollt. Dann, nein, wenn man nach vorne scrollt mit der Maus. Nein, wenn man zurückscrollt, geht man näher ran. Wenn man zurückscrollt, nach vorne scrollt, geht man ganz halt zurück. Und hier oben könnt ihr nochmal auswählen, wie ihr es sehen wollt. Auto ist, wenn es passt, 100%. Hat nichts mit Autos zu tun. Dürfte jeder ja wissen. So, wenn ihr das geschafft habt, geht ihr in Minecraft. Okay, wenn ihr das geschafft habt, ist noch nicht schwer. So, auf jeden Fall druckt euch dieses Bild dann am besten aus, wenn ihr wollt. Also, wenn ihr könnt. Oder macht einfach halt, dass ihr die Fenster minimiert und das daneben habt. Ich werde es mir ausdrucken jetzt. Und deswegen mache ich einen kleinen Cut. Dieses Video wird aus mehreren Teilen bestehen. Und wenn ich das dann gleich nachbaue, werde ich auch Zeitraffer benutzen. Und ja, aber dann, ohne Ton, sonst ist es blöd. Genau. Dann bis gleich. Tschüss. So, das Bild ist jetzt ausgedruckt. Und Turtle EP macht mir jetzt hier auf das Blatt halt für die Zeilen und Spalten. Nummeriert er, damit wir einfach also gut... Buchstabieren. Und Buchstaben so halt, genau. Damit ich gut sehen kann, wie viel ich immer brauche und so. Von der Breite und Länge her. Und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Farben. Da fangen wir einfach mit einem Grün an. Also hellgrüne Wolle. Und dunkelgrüne brauchen wir. Auf jeden Fall. Und Türkis. Dann brauchen wir hellblaue. Nein. Auch. Stimmt. Und Türkis. Wollen wir ein Türkis. Hier, Türkis und noch dunkelblau. Und schwarz und grau. Schwarz und grau und weiß. Hellgrau und dunkelgrau.
hellgrau, dunkelgrau und noch, was brauchen wir noch? Schwarz. So, diesmal geht das alles mit Wolle, das geht nicht immer so. Die weiße Wolle benutze ich für den Hintergrund. So, und für die Eisblumen selber noch. Genau. Brauchen wir das auch. Und wie ihr jetzt im einzelnen Pixel abbaut, das seht ihr in dem Tutorial von Turtle LP. Ja, ich werde auf jeden Fall eins machen. Ihr seht jetzt einfach im Zeitraffer, wie ich das baue. Und deswegen muss ich nochmal einen Cut machen. Es geht sogar am besten im Kreativmodus, sonst fliegt. Nein. Ach ja, ich habe die Gehbewegung auch. So, ist eigentlich egal, wo ich das baue. Und dann seht ihr es gleich, wie ich das baue. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss. So, es ist geschafft. Die schöne Feuerblume. Eisblume natürlich. Und das Schöne ist, man kann sie von beiden Seiten natürlich sehen. Außer man macht eine 3D-Pixelart, wo man da hinten noch ein bisschen zumacht, damit man es nicht sieht. Ja. Und damit ist das Tutorial auch schon beendet. Noch ein kleiner Tipp. Es funktioniert leider nicht immer. Und wenn man, nämlich wenn es zu viele Details gibt, wenn man es aber dann unbedingt doch machen möchte und so wie es da gesagt, also wie es da ist, dann muss man leider ganz, ganz viele Blöcke bauen. Und damit verabschiedet sich auch unsere schöne Eisblume. Und ja, die verabschiedet sich. Ja, die verabschiedet sich wirklich. Verblasst. Und tschüss. Tschüss.